Mois distanziert sich ein wenig von der Deutschrap-Szene und wird trotzdem angegriffen. Seit Monaten ist er nicht mehr mit Rappern unterwegs oder macht Videos wie damals. Stattdessen geht er durch die Straßen, verlost ein paar Sachen, spendet Geld an Obdachlose oder plant Content, der perfekt zugeschnitten ist für YouTube. Erst seit kurzem ist er wieder aktiv in der Deutschrap-Szene und wird direkt wieder ins Visier genommen. Denn Animus, der bereits ein Problem mit Mois hatte, auch zu Zeiten, als er bei Erstguter Junge war, plant erneut den YouTuber zu dissen. Auch andere Rapper könnten daran glauben. Außerdem findet er nicht wirklich korrekt, was Mois mit dem neuen Content so macht. Denn er glaubt, es ist alles ein wenig vorgeheuchelt. Unter anderem sagt er auf Instagram, was er macht, nennt man Ria Augendienerei. Bei uns heißt es, wenn deine linke Hand spendet, dann so, dass deine rechte Hand nicht erfährt. Aber Obdachlose in ihrem Elend dabei aufnehmen, wie man ihnen Geld gibt, damit man sich bei Menschen beliebt macht, ist eine der beschämendsten Eigenschaften von Social Media Idioten. Damit die Leute verstehen, wie schlimm sowas ist, Ria wird auch als kleine Form von Schirk bezeichnet. Eine Reaktion von dem Rapper und gleichzeitig YouTuber Mois gab es darauf nicht. An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr über den kleinen Seitenhieb von Animus und sollte darauf Mois reagieren oder doch nicht? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.